Die Corona-Krise, die trifft nicht jeden Landkreis gleich hart. Wir leben hier im wunderschönen Hohenlohe-Kreis und das ist derzeit der sogenannte Hotspot der Corona-Krise in Deutschland. Das heißt, wir leben in einem Kreis, der laut den offiziellen Zahlen die meisten Infizierten hat pro Einwohner. Dass man sich die Größe hier bei uns einmal vorstellen kann, wir sind so Pi mal Daumen 120.000 Einwohner hier. Die Kreisstadt ist Künzelsau. Und das ist in der Größe in etwa so vergleichbar wie mit Bergamo in Italien. Bergamo sagt euch bestimmt was. Das ist der Hotspot in Italien. Und in Frankreich ist es das Elsass momentan. Unsere Zahlen hier, die wir heute statt jetzt haben, sind nicht wirklich so groß. Das sind etwas über 400 offiziell registrierte Infizierte. Aber wie ihr vielleicht auch selber wisst, vielleicht auch bei eurem Landkreis kennengelernt habt, die Dunkelziffer dürfte mal ein Vielfaches höher sein. Wir haben hier insbesondere das Problem, aber ich denke, das trifft auch nicht nur unseren Kreis insbesondere, dass die Teststäbchen, mit denen die Menschen getestet werden, ob sie positiv oder negativ sind, sich dem Ende zuneigen. Und daher werden nur noch ganz bestimmte Personengruppen von den Ärzten hier vor Ort getestet. Das sind insbesondere diejenigen, die aller Wahrscheinlichkeit Corona haben und die Symptome sich derart verschlechtern, auch insbesondere dieser Atemnot, die dann entstehen kann, dieser Atemwegserkrankung, wo man dann auch wirklich Probleme hat, Luft zu bekommen und die dann ins Krankenhaus müssen. Und diese Personen, die werden derzeit noch offiziell getestet, weil man natürlich nicht will, wenn sie ins Krankenhaus gehen, dass sie dann andere anstecken. Ja, und alle anderen, die bekommen von den Ärzten derzeit eine klinische Diagnose, wenn sie Grippesymptome aufweisen, wenn sie einen trockenen Husten haben, Atemnot haben, Gliederschmerzen, Fieber. Das sind auch so typische Corona-Symptome, könnten aber auch nur normale Grippesymptome sein. Aber da sagen die Ärzte hier lieber Vorsicht walten lassen, besser als Nachsicht. Und daher sagen Sie zu jedem, der diese Symptome derzeit aufweist, bleibt einfach zu Hause unter Quarantäne. Aber diese ganzen Zahlen fließen eben nicht in diese offizielle Statistik ein. Ja, und daher sind wir, obwohl wir der Hotspot auch bei den offiziellen Zahlen sind, wahrscheinlich noch viel, viel höher, wenn es um die Dunkelziffer geht. Aber auch das, denke ich nicht, ist nicht spezifisch für unseren Kreis. Das wird vermutlich in anderen Kreisen ähnlich sein. Ja, die Tragik des Hohenlohe-Kreises liegt eigentlich daran, dass wir ein Krankenhaus hatten und das hat am 15. November im Zuge dieser ganzen Sanierungsmaßnahmen des Gesundheitssystems in Deutschland, hat ja nicht uns nur betroffen, sondern auch andere Landkreise, ja, hat unser Krankenhaus ja auch, unser kleines Dorfkrankenhaus, schließen müssen. Und jetzt überlegen wir mal, das war jetzt, ja, Pi mal Daumen 4 Monate her, jetzt bräuchten wir es dringend, wir bräuchten natürlich dringend Krankenhausbetten mit Sauerstoffversorgung und am besten noch idealerweise eine Intensivstation mit Beatmungsplätzen, aber das geht natürlich nicht so schnell wieder aufzubauen. Nun hat das THW begonnen, das Krankenhaus zu reaktivieren in Form einer Isolierstation erstmal. Wir wissen nicht, ob es dabei bleibt oder ob sich da vielleicht noch ein bisschen was ändert, dass doch noch medizinisches Personal damit reinkommt und vielleicht auch die Versorgung der Patienten gewährleistet. Momentan sollen dann nur Personen aufgenommen werden, die zu Hause keine häusliche Quarantäne machen können oder wollen. Aber wenn die Zahlen weiter steigen und auch diese Behandlung von immer mehr Menschen nötig ist in den Krankenhäusern, dann wird man sicher und hoffentlich darüber nachdenken, auch dieses Krankenhaus wieder zu reaktivieren, sodass der Hohenlohe-Kreis wieder 2 Krankenhäuser hat, zumindest in der Corona-Krise in Öhringen. Das besteht weiterhin und dann auch wieder in Künzelsau. Ja, was ist schiefgelaufen bei uns im Hohenlohe-Kreis? Sind wir fahrlässiger als andere? Oder gibt es sonst irgendwelche Gründe, warum wir der neue Hotspot sind, worauf wir mit Sicherheit nicht stolz sind?
haben wir uns irgendwie anders verhalten als andere Kreise? Wir haben uns das Ganze mal angeschaut. Wir haben mal angeschaut, wie so die Entwicklung bei uns war im Vergleich auch zu anderen Landkreisen in Deutschland. Wir sind ja ein sehr, sehr ländlich geprägter Landkreis, ein sehr kleiner Landkreis, aber wir haben eine sehr starke, Industrie. Unter anderem sind wir bekannt durch den Schraubenmilliardär, hört jetzt zwar vielleicht nicht so gerne dieses Wort, aber es ist so, der Schraubenmilliardär Reinhold Wirth ist hier ansässig. Die Zentrale ist hier das Herzstück in Künzelsau-Geisbach, ein wahnsinnig großes, weltweit agierendes Unternehmen. Und zahlreiche andere auch noch, wie EBM Papst, Ziel Abeck, Berner. Also es sind wirklich namhafte Unternehmen. Wir sind sowohl ländlich geprägt, aber wir haben auch diese starke Industrie hier. Und wir sind, denke ich mal, ein ziemlich starker Festles- und Vereinslandkreis. Das heißt, bei uns finden wahnsinnig viele Veranstaltungen statt von Vereinen, von Ehrenamtlichen. Das ist wirklich schön, das ist wirklich toll, kann einem aber vielleicht das Genick brechen, wenn sich so ein Coronavirus anpirscht. Wenn man mal Revue passieren lässt, wieso das Ganze angefangen hat in Deutschland, da stellt man fest, dass die Zahlen in China hochgeschossen sind und auch die Toten ziemlich rasant an Fahrt aufgenommen haben hinsichtlich der Zahlen, der offiziellen Zahlen natürlich nur, die anderen kennen wir ja nicht. Und in Deutschland ist erstmal nicht wirklich viel passiert. Das heißt, auch wir haben in der Redaktion da schon begonnen zu googeln, was hat es mit diesem Coronavirus auf sich, was sind die Symptome, wie kann man sich schützen, was bewirkt er? Und da fand man noch nicht allzu viel darüber. Das war so Anfang, Mitte Februar. Da liefen noch die ganzen, da ist Air China noch ganz normal Deutschland angeflogen. Das hat ja auch ziemlich Da ist auch Air China noch in Deutschland. Da hat auch Air China noch Deutschland angeflogen. Und der Jens Spahn, der hatte dann die Idee, naja, alle, die von China kommen, die sollen einfach einen Fragebogen ausfüllen, ob sie im Risikogebiet waren oder ob sie Kontakt mit Risiko mit Infizierten hatten. Das ist so ähnlich, also ein bisschen hat mich das erinnert, dieser Fragebogen. Wenn ich in die USA reise und dort einen Fragebogen ausfüllen muss, ganz nach dem Motto, sind Sie ein Terrorist, haben Sie vor, terroristische Anschläge durchzuführen. So ein bisschen hat mich das daran erinnert, weil jeder wusste natürlich, wenn er jetzt in Deutschland aussteigt und ankreuzt, ja, ich hatte Kontakt, komme ich eventuell sofort in 14-tägige Quarantäne und das will ja niemand. Ob das jetzt eine so geeignete Maßnahme war, um zu unterbinden, dass wir auch in Deutschland immer mehr Infizierte haben, ist die Frage. Die ersten Infizierten, das war ja so in Bayern mit Webasto, die Firma, die in China auch Mitarbeiter hat und die dann auch zu uns gekommen sind wieder und infiziert waren. Und so hat sich das ausgebreitet. Bayern ist auch weiterhin Platz 1 bei den Infiziertenzahlen. Danach kommen schon wir in Baden-Württemberg. Und man hat es richtig gemerkt, wie das dann sich von oben runter verändert hat. Die Bundesregierung hat dann gemerkt, ganz so im Griff haben wir es vielleicht doch nicht. Die Infiziertenzahlen steigen auch bei uns an. Man hat sich mit dem Robert-Koch-Institut immer engmaschiger abgesprochen, spricht sich ja auch heute noch ziemlich engmaschig ab. Und dann kamen die ersten Verordnungen von oben runter. Bundesregierung, Landesregierung und dann auch in die einzelnen Landkreise und in die einzelnen Bürgermeisterämter. Ja, und das war bei uns eigentlich nicht anders. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Aber, da wir ja eine ziemlich starke Festes- und Vereinskultur hatten, oder immer noch haben, hoffentlich nach der Krise, hatten wir noch relativ viele öffentliche Veranstaltungen in den einzelnen Gemeinden. Das war so Ende Februar, Anfang März. Und da waren teilweise, zum Beispiel in Pretzfeld, bei dem Rebenglühen über 10.000 Menschen dort. Und da haben sich unter anderem viele angesteckt.
Es gab auch diverse kleinere Veranstaltungen, die noch durchgeführt wurden. Unter anderem ein Kinderkleiderbasar in Untermünkheim. Mehrere Posaunenchöre haben noch ein Konzert gegeben bei Kupferzell. In Vettelbach gab es noch diverse Veranstaltungen. Und das sind dann alles letztendlich diese Gemeinden, die die Hotspots innerhalb des Hotspots sind. Also innerhalb des Hohenlohe-Kreises haben wir auch nochmal differenziert. Und das sind eben diese Gemeinden, wo die infizierten Zahlen besonders hoch sind im Vergleich zu den anderen. Und der momentane Stand ist, glaube ich, wie überall in Deutschland, die ganzen Läden unserer kleinen Stadt Künzelsau mit ungefähr so 15.000 Einwohnern haben alle natürlich im Zuge dieser ganzen Verordnungen geschlossen. Die kämpfen jetzt gerade teilweise ums Überleben und rufen mit Internetaktionen auf, dass man weiterhin bei ihnen Waren kaufen kann. Aber viele sind noch gar nicht so internetaffin, haben nicht wirklich diese Internetshops, bei denen man ganz, ganz einfach bestellen kann, wie jetzt bei Amazon oder so. Das ist schon ein bisschen anders. Man schickt eine E-Mail und sagt, was man gern hätte, aber man hat jetzt oft nicht so eine Shop-Galerie, wo man sich durchklicken kann, was haben denn die kleinen Läden alles. Ja, ansonsten ist alles zu. Die Innenstadt ist weitgehend unbelebt. Die Leute gehen zur Arbeit. Natürlich, wir sind im Schwabenland. Wir sind zwar Hohenloher, keine Schwaben. Aber trotzdem ist bei uns auch die Devise Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Das heißt, die Leute, die erfüllen weiterhin ihre Pflicht. Sie gehen zur Arbeit, so gut sie es können oder wie es auch mit der Firma vereinbar ist. Die Firmen haben oft umgestellt, auch im Büro auf Schichtarbeit oder Verteilung der Arbeitsplätze oder Homeoffice. Einfach aus diesem Grund oft, dass man, wenn man vielleicht doch mal einen Infizierten hat, dass sich nicht alle gleich anstecken. So machen es auch viele Industriefirmen, dass sie in Schichtarbeit gehen. Ja, und die Ärzte hier, die hat es besonders hart getroffen. Also in den vergangenen 2 Wochen haben zwischen 11 und 15 Arztpraxen zugemacht bzw. zumachen müssen. Teilweise haben sie auch wieder auf, aber es sind ganz, ganz viele Ärzte schon infiziert mit diesem Virus. Und auch Personal ist infiziert. Und natürlich, wenn mein Hausarzt infiziert ist, muss ich natürlich auch selber fragen, bin ich auch infiziert. Und dadurch geht das natürlich weiter und weiter und weiter. Aber die Ärzte können und wollen es ja auch gut, dass sie ihre Arbeit nicht einstellen. Die sind ja jetzt gefragter denn je. Aber wir haben natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, hier im Hohenlohe-Kreis momentan das Problem, dass wir extrem wenig medizinisches Personal haben, um für den Ernstfall gewappnet zu sein, falls diese Welle wirklich kommt von Bergamo über das Elsass, falls wir wirklich dieser Hotspot bleiben und es uns noch härter treffen sollte, dann haben wir ein Problem auch, um das Krankenhaus Öhringen zu entlasten. Denn die sind jetzt schon ziemlich am Anschlag mit ihren Corona-Infizierten auf der Intensivstation. Wenn da noch ein paar mehr kommen, die werden gerade weitergeleitet zu anderen Krankenhäusern. Aber irgendwann haben die anderen Krankenhäuser eventuell auch keine Plätze mehr. Und dann wird es natürlich, ja, gelinde gesagt, interessant. Natürlich wäre es da gut, ein zweites Krankenhaus zu haben. Und wie gesagt, das wird auch nicht nur uns so gehen. Das ist schade, dass man eigentlich in den vergangenen Jahren diese Gesundheitspolitik dermaßen mit dem spitzen Bleistift angefasst und angepackt hat. Das ist ja eigentlich ein Sozialsystem und ein Gesundheitssystem sollte ja ein hohes Gut sein in einer starken Nation, in einer Industrienation, der es ja eigentlich an nichts mangelt. Und jetzt merken wir mal, woran wir gespart haben. Und jetzt danken wir diesen Menschen, die jetzt tagtäglich arbeiten, diese ganzen Ärzte, Pfleger, Rettungsdienstler, auch den Kassiererinnen. Aber das Problem ist ja einfach, dass man jahrelang an ihnen gespart hat. Ne? Und jetzt kriegen sie ein Danke und können sich abrackern. Und ich bin gespannt, ob hinterher wenigstens die Politik so schlau ist, dass sie diesen Menschen dann auch einen anständigen Lohn bezahlt, wieder in Krankenhäuser investiert, auch in kleine. Ich meine, wir werden immer wieder solche Wellen haben, auch Grippewellen. Und auch dann sind wir ja im Anschlag. Und dann muss es sich einfach ein Staat wie Deutschland leisten können, ein stabiles Gesundheitssystem zu haben.
Wir für uns im Hohenlohe-Kreis, wir versuchen jetzt das Beste zu machen aus den Möglichkeiten, die wir haben. Unser Landrat hat schon die Bevölkerung aufgerufen, dass er dringend Schutzkleidung braucht. Also unter anderem Schutzmasken und Schutzhandschuhe und dass er auch dringend medizinisches Personal benötigt wird. Und dann verfolgen wir natürlich, wie es weitergeht in den Krankenhäusern bei uns, in Öhringen zum einen, aber auch im Umland, in Heilbronn, in Bad Mergentheim und Schwäbisch Hall, wie da die Zahlen sind, wie da die Behandlungen sind. So ein Krankenhaus hat nicht unbegrenzt viele Intensivplätze, um das geht es einfach. Und wenn die voll sind, sind sie voll. Und dann hat mir schon ein Arzt gesagt, der ist hier Chefarzt beim Hohenloher Krankenhaus, der hat uns in einem Interview gesagt, wir möchten eigentlich nicht in diese ethische Situation kommen, wie es jetzt teilweise ja in Bergamo auch schon ist oder im Elsass, dass man auf der Intensivstation viele über 80-Jährige liegen hat, also bei uns sind es auch meistens Ältere, aber vielleicht erwischt es einen 40-Jährigen mal so massiv, dass er auch beatmet werden muss und dann muss sich vielleicht ein Arzt entscheiden, wem er das Beatmungsgerät gibt. Und das ist ja das Fatale an diesem Virus.